Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und in diesem Video mache ich ein PvE-Guide zum Succession Server. Wie die Skill-Addons sind und wie man mit dem Berserk grindet, erfahrt ihr in diesem Video. Dann fangen wir als allererstes mit den Skill-Addons an. Diese Skills, die ihr hier seht, sind sehr wichtig für die PvE-Kombo. Und es ist auch sehr wichtig, dass ihr diese Skills, die ihr hier in den Add-ons seht, auch auf exklusiv ausgeskillt habt. Das Coole ist, damals war das ja beim Berserk so, dass er quasi richtig viele Talentpunkte gefressen hat. Mittlerweile haben die es quasi vor einigen Monaten vereinfacht, dass jeder Char quasi nur noch 1000 Skillpunkte braucht. Und von daher ist es auch gerade am Anfang für neue Spieler sehr gut, mit dem Berserk anzufangen. So, der nächste Punkt, was sehr essentiell beim Berserk ist, ist die Beastform. Und zwar gibt es auch mehrere Skills, womit ihr diese Beastform triggern könnt. Der erste Skill, womit ihr diese Beastform aktivieren könnt, heißt exklusiv unaufhaltsame Bestie. Bei diesem Skill müsst ihr quasi nur C drücken oder ihr könnt ihr hier auf der Taste 1 zum Beispiel legen. In meinem Fall habe ich das auf die Taste 1, das heißt, ihr drückt entweder C oder ihr drückt hier, wenn ihr es auf der 1 habt, auf dem Quickslot, drückt ihr 1. Dann habt ihr quasi diese Beastform hier. Und wie man dann hier auch sehen kann, geht die Beastform insgesamt 20 Sekunden. Der nächste Skill, womit ihr in die Beastform reinkommt, ist der exklusiv Bestienform. Das ist der Eber von Berserk. Das heißt, ihr macht dann für ca. 30 Sekunden auch mehr Schaden. Beziehungsweise die Beastform geht dann 30 Sekunden, wenn ihr diesen E-Buff aktiviert. Jedoch hat er auch eine 3-minütige Abklingzeit. Wie ihr sonst noch in die Beastform kommen könnt, ist der Shift-Q-Skill. Das ist der hier quasi. Dieser Skill heißt exklusiv Grausamer Tyrann 3. Und mit diesem Skill, den würde ich dann eher erst nur benutzen, wenn ihr nicht mehr in dieser Beastform beim Berserk seid. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Part, wie ihr auch ganz einfach in die Beastform kommen könnt. Und zwar drückt ihr SF gedrückt und direkt daraufhin LMB, also Linksklick. Das ist dann dieser Jump hier, wildes Tier heißt er, glaube ich. Ich gucke mal kurz nach. Dieser Skill hier ist das. Das ist der Jump, also SF. Ne? Und dann drückt ihr Linksklick. Das ist dann quasi so ganz einfach. SF, Linksklick, ihr könnt das auch direkt, es ist gerade jetzt im Cooldown. Danach sind ihr in der Beastform drinne und ihr könnt dann, wenn ihr wollt, auch direkt Rechtsklick gedrückt halten. Das ist dann, da macht ihr diesen Krallenangriff hier und das ist halt auch einer eurer Prime Damage Skills. Diese Beastform könnt ihr auch quasi triggern, wenn ihr quasi zum nächsten Pack springen wollt. Was heißt das genau? Ihr drückt W, Shift, Leertaste, macht dann diesen SF Jump und dann macht der Berserk diese Explosion. Und dadurch kommt ihr dann auch schneller in diese Beastform rein. So, jetzt haben wir auch darüber geredet, wie man in der Beastform reinkommt und jetzt würde ich sagen, reden wir über die PvE-Rotation auf etwas höheren Grindspots. Ich werde je nachdem die Skills oben noch in dem Video reinschneiden, welche Combo ihr drücken müsst und ich mache das jetzt quasi hier im Schnelldurchlauf. Hier oben rechts könnt ihr dann sehen, was für Tasten ich drücke und ich würde sagen, ich fange an. So, das erste, was ihr drückt, ist SLMB RMB. Ihr könnt alternativ auch SLMB drücken, ne? Danach kommt halt der SRMB, ne? Und danach der Jump into LMB und dann hält ihr Rechtsklick gedrückt. Da macht er diesen Claw-Angriff. Dieser Claw-Angriff geht nur in der Beastform. Das heißt, ihr müsst halt auch darauf achten, dass der Berserk immer in dieser Beastform drin ist. Was dann auch sehr wichtig ist, wenn ihr halt diese Kombo hier macht, könnt ihr halt diesen Jump da machen, dann hält ihr Rechtsklick gedrückt, dann könnt ihr noch die Spin einbauen. Das ist auch ein sehr wichtiger Damage-Skill. Und wie ihr schon in dieser Buff-Leiste gesehen habt, sind die Crit, also die Crit-Buffs auch ganz viel ab. Und halt dieser Beastform ist es halt sehr wichtig, dass ihr halt darauf achtet, dass die auch immer ab sind. Ein ganz wichtiger Punkt, wie ich schon erklärt habe, ist es auch wichtig, dass ihr halt sehr viel Crit abholt mit dem Berserk, mit den anderen Skills. Von daher ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr diesen Crit Schwarzgeist-Groll sperrt und stattdessen den mit Attack Speed nimmt. So, einige wollen den Berserk vielleicht nicht taggen oder eher auf Low-End-Spots ausprobieren. Von daher zeige ich euch drei Varianten, wie ihr auf Low-End-Spots grinden könnt mit Berserk. Die erste Variante ist, ihr hält S und Restle gedrückt und das war's eigentlich auch. Ihr seht dann gerade, der Berserk bewegt sich fort und das reicht auch schon mit zu Full Pen Tuvalla aus, um Blutwölfe zu grinden. Die zweite Variante ist, ihr hält Shift, AS und Restle gedrückt. Da macht der Berserk die ganze Zeit so, das ist die etwas schnellere Variante. Ihr hält halt quasi dann vier Tasten gedrückt. Und mit dieser zweiten Variante seid ihr quasi auch etwas schneller auf Low-End-Spots. Ihr müsst halt auch quasi auch darauf achten, dass eure Pets auch schnell genug looten, weil wenn ihr so grindet, seid ihr mega schnell.
Die dritte Variante ist quasi, ich habe euch ja am Anfang gezeigt, wie man in dieser Beastform reinkommt. Ihr könnt halt auch durch Shift Q in der Beastform reinkommen, ne? Damit könnt ihr auch ein komplettes Pack quasi killen. Und danach drückt ihr Shift und F und hält's gedrückt, ne? Ihr könnt sehen, ich kann den Bär sich fast mit einer Hand spielen. Ihr müsst dann nur noch mit der Maus lenken hier. Und das ist halt so die chilligste, aber auch einer der langsamsten Varianten, wie man dann auf Low End Spots grindet. Was ich fast vergessen habe zu erwähnen, ist das Movement. Und zwar, wie ihr es schon am Anfang gesehen habt, habt ihr quasi den W, Shift und dann Leertaste. Das ist quasi die Fortbewegung. Und dann könnt ihr hier F dann noch drücken, ne? Für diesen Dash. Und dann könnt ihr nochmal diesen Sprint quasi einbauen. Das ist mehr oder weniger das Movement vom Bersi. Einige fragen sich vielleicht auch noch so, welche Relikt-Kombo ist so das Beste für den Bersi. Und zwar ist es hier Deathblow auf Englisch heißt das. Mit dieser Kombo macht er den meisten Schaden beim Zerker. Beziehungsweise Bersi ist eine Klasse, die mega gut mit Crit-Shorts skaliert. Was auch noch sehr wichtig ist, einige Leute wollen vielleicht mit dem Bersi auch Alluns oder so grinden. Wenn ihr in dieser Beast-Form seid, könnt ihr halt Shift-F drücken, um durch den Mob durchzugehen und dann hinter den Golem zu kommen. Oder ihr seid bei Giffen, dann könnt ihr diesen Skill auch nutzen und dann direkt hinter dem Mob kommen. Oder ihr drückt Shift und A und dann geht ihr kurz so zur Seite. Das könnt ihr auch genauso mit Shift E machen hier. Und das sind halt die Möglichkeiten, wie ihr einfach hinter diesen Mob kommt. Sagen wir mal, ihr seid auf einem Grindspot und habt nicht genügend Accuracy, beziehungsweise ihr trifft die Mobs nicht. Dann gibt es quasi zwei Skills, womit ihr die Mobs besser treffen könnt. Und zwar einmal mit dem Skill Kopfstoß. Das ist der hier, wenn ihr halt den noch mit in der Combo einbaut, kriegt ihr einen 15% Prezi-Buff und alternativ oder dazu, nachdem ihr den S-Rechtsklick-Skill hier gemacht habt, könnt ihr noch F drücken. Dann sieht das ungefähr so aus und dann habt ihr hier einen 11% Evasion-Debuff auf den Mobs. So, dann würde ich erstmal sagen, was mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein nettes Feedback und eine positive Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, was mit dem Video und tschüss!